Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Watch Dogs 2 San Andreas. Oder so. Hey, Retro. Was geht hier ab? In dem Gebäude, da gibt's Hundekämpfe. Da war wohl mal ein Hallenbad oder sowas. Zutritt ist nur für Mitglieder. Komm ich da irgendwie rein? Ich glaube, dass du durch das Restaurant reinkommst. Viel Glück, Mann. Können wir dir irgendwie helfen? Danke. Wir dürfen nicht auffallen. Ich gehe allein rein. Na dann. Also ich hätte gesagt, du kannst ruhig vorauslaufen, wenn ja. du möchtest. Du kannst mit den Hunden kuscheln. Mein Schutzschild. Oder so. Na dann musst du wohl durch das Restaurant. Da kannst du runterhüpfen. Warum macht er keinen Backflip? Ja, das war wahrscheinlich so. So. Da durch musst du. Da hinten muss ich rein, ne? Da hinten musst du durch. Dann kannst du ja mal irgendwas auf den Hals hetzen, dass du die schon mal von der Backe hast. Dann hetze ich den mal. Häng ich dem mal das Gangster Squad an den Hals. Ja. Dann sollen sie sich da mal ein bisschen abschießen. Genau. Und dann gucke ich mal, ob ich da vielleicht nicht irgendwie. Wo rennst du jetzt hin? Ja, ich überlege gerade, ob ich nicht irgendwie von hinten oder von Nein, oben kommen kann. Nicht. Du kommst nur von dort. Weil da okay. ist der Eingang von diesem komischen. Restaurant. Ah, da kann ich irgendwas steuern. Ja, brauchst ja nicht. Das war wahrscheinlich für das Dachbeispiel, wo du die Quest angenommen hast. Ah. Sind das meine Gangsterleute? Nee, noch nicht. Gangsterleute, wo seid ihr? Ja, jetzt geht's ab. Guck, haben die jetzt den Gangsterblatt gemacht, den du denen auf den Hals geschickt hast? Ja, ja, war das nur einer oder was? Also, keine Ahnung, lachhaft. Er macht halt selber platt. Du hast das Scharfschützengewehr. Wir haben uns ein Scharfschützengewehr organisiert. Ja, falsche Taste. Ja, ein bisschen. Er setzt sie halt einfach mal mitten in den Weg. Oh, da oben ist auch ein Scharfschütze. Ja. Den sollte ich vielleicht als erstes abschießen. Ja, da kommst du aber schon gar nicht dran. Ich hab's gerade irgendwie mit der Steuerung wieder. Was ist das? Was? Ist das noch ein Gangster? Keine Ahnung. Doch, 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 das machen wir jetzt hier. Sneaky Style. Und zwar gehe ich da wieder hoch aufs Dach. Mhm. Und dann snipe ich die alle weg. Und dann kommen wieder 5 Millionen Penner. Na? Wo ist er denn? Da war doch vorher einer. Ja, mach mal die andere Sicht vielleicht. Da rennt er rum. Einer, aber da kommst du gar nicht dran. Hä? Aha. Ein bisschen weit. Da kann man was mitnehmen. Scheiß aufs Mitnehmen. Doch nicht so sneaky. Ja, ne? Ja, da war doch vorher einer auf dem Dach. Ja, den haben sie wahrscheinlich schon runtergeholt. Jetzt gehe ich da extra aufs Dach, ja? Dann mach sie halt so platt. Schick den eine WhatsApp und dann ist er beschäftigt. Was hast du da für Actions? Das ist der Scharfschütze, der ist da runtergekommen. Schon da jetzt eigentlich? Ich hab Angst! Das war ja einfach. Ja. Wo sind denn die anderen? Sind die jetzt alle tot? Ja, oder? Die hast du platt gemacht. So, und da musst du jetzt rein. Ah, das war ja einfach. Oh, guck mal. Schweine. Schweineköpfe. Ja, das Restaurant, da würde ich aber nicht essen gehen. Aber ich bin jetzt nicht mehr im Sperrgebiet. Noch nicht. Na? Das war ja einfach. Ach so, das ist ein Fahrstuhl. Mhm. Jetzt bist du wohl doch wieder im Sperrgebiet, ne? Oder nur, ja, wahrscheinlich. Jetzt oder nur das Haus ist nicht im Sperrgebiet. Alles drumherum schon. Macht ja Sinn. Ja. Eindeutig. Ja. Guck mal, Graffitis. Die sind aber schnell beim Sprayen gewesen. Wenn es ganz kannst, ist. Ist das eigentlich eine Palette oder was ist das? Weiß nicht. Oder sieht aus wie eine Palette. So, und jetzt? Jetzt wird's ernst. Hm. Aha.
Nein, Mann! Ich bringe ihn zu Pablo. Nein, Pablo, nein! Nein, bitte nicht! Nein, Pablo, aber lass du kannst mich. Bestimmt die Käfige hängen. Okay. Was machst du da? Ich hab gar nichts gemacht. Achso. Ach du Scheiße. Die Tiskas heißen euch willkommen und ich garantiere euch heute ein paar blutige Hundekämpfe. Kannst du was machen? Momentan noch nicht. Na dann. Ich kann ihm nicht mal das Geld abziehen. Kann auch nicht zoomen oder so. Ja, da kann ich gar nichts machen. Der muss sich halt erst ausquatschen. Jetzt gehen die Hunde aufeinander los oder was? Na, die gehen ja ab, die Hunde. Die wollen nicht. Die gehen ja voll ab. Wir es an. So, jetzt kannst du was machen. Aha, den sollst du neutralisieren. Wen? Ja, den Pablo-Typ da. Steht da oben. Der rennt gerade weg. Mhm. Kannst du da Käfig aufmachen? Guck mal. Links. Genau. Lass mal die Hunde frei. Die sollen sich mal um die Kollegen da kümmern. Okay. So. Dann kannst du, glaube ich, da durch die Tür direkt. Ja gut, jetzt geht ja der Hund dann auf mich, oder? Weiß nicht. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht kommt der nochmal. Hey, du Arschgesicht. Komm zurück. Kommt der jetzt durch die Tür, oder? Der kommt jetzt durch die Tür. Du hast Wauzeli totgeschossen. Er wollte es nicht anders. Achso. Du musst da erst was anderes hacken, da kommst du nicht durch die Tür. Was? Da oben, geh mal zur Kamera. Na, jetzt ist offen. Da hast du wieder so einen dicken Rei erwischt. Ich glaube, das wird jetzt eklig. Da unten ist er. Genau, schieß ihn tot. Schieß ihn tot. Achtung. Das Ziel wurde gesichtet. Du hast doch Scharfschützen. Das ist für Horatio, so. Bitch. Dann kannst du auch wieder raus. Auch nicht schlecht. Habt ihr gesehen, Leute, wie das sein soll? So funktioniert das. Ja. Wer mit dem Scharfschützen wäre schneller gegangen. Wofür haben wir das denn besorgt? Ja, weißt das sparen wir uns auf, das sparen wir uns auf. Für was denn? Für irgendwann, halt mal, wenn wir es dann brauchen. Tu mal Graffiti-Dose auspacken, da kannst du mal übersprühen. Hier war Markus. Markus, du musst da verschwinden. Wir beobachten die Teskers. Du kriegst Ärger. Ja, ach. Die Bande ist unterwegs zu dir. Gleich wird es vor Teskers nur so wimmeln. Ja, wir gehen ja schon. Wenn er mal hier das Loch aufmacht. Ach, na, so. Jetzt ist ja auch Sperrgebiet. Ah ja. Kommen Sie da. Du schießt doch was anderes. Schnapp dir ein Auto. Wieder duckt sich einfach. Hinter dir ist auch was. So, ab ins Auto. Einfach! Na dann. Oh Gott, ich habe mir auch wieder schnellste Auto gerippt. Ja. Egal, ich bin ja schon fast weg. Und zumindest mal aus dem Gebiet raus. Ja. Schüttle die Verfolger ab. Ich sollte ja nicht das Problem. Wo wärst du lag? Schön eingepackt. Aber die Wichser sind immer noch da. Oh, ich wollte extra nicht weiterfahren, weil ich gesehen habe, dass die da kommen. Dann dachte ich, ich fahre hier voll rein und dann kommen die wieder rein. Die müssen mich hier. Guck mal, der drückt dich voll weg. Von vorne. Boah, wie sie auch einfach immer draufhalten müssen. Ey. Ja. Was ist das? Oh Gott!
Du hast Speed, ne? Nur mal so. Ah ja. Ich wollte es ja nur noch mal erwähnen. Oh, das Auto hat ein Verhalten wie ein Arschloch. Was? Ja genau, Hauptsache mal die Schranke zugemacht. Ja, ich dachte, das wären solche Poppel gewesen. Na, das wäre jetzt auch fast das gewesen, weißt du? Also ich finde die Verfolgungsjagden, die nerven übel. Er hat ihn so nach links weggeschossen. Oder so. So, gib Gummi. Ja, wie jetzt? Ja, wenn's... Ich brauche eine neue Karre, die kann gar nichts. Dann nimm doch einfach die fahren. Oder du schuckst sie gleich da rechts runter. Ja, ich habe keine Energy mehr. Ach so. Wo? Schön weg. Oh, oh. Steig aus. Die schießen auf dich. Ja, lauf doch, du Spast. Jetzt wirst du gleich platt gefahren. Alter, wie er einfach aufhört rumzurennen, nur weil er mal einen Schuss ins Knie kriegt. Ja, gut. Verstehe ich jetzt aber nicht wirklich. Oh, da hinten ist jetzt deine Kiste in die Luft geflogen. Ja, die ist scheißegal, die hat eh nichts drauf gehabt. Na, da hast du jetzt schon eine bessere jetzt. Na, jetzt sollte es aber mit dem Fliehen funktionieren. Von vorne kommt gleich einer. Ja. Ja, wo soll ich da hin, wenn ich auf dem Kack-Highway bin, ey? Ja, das ist schwierig. Du bist schuld! So. Na wie? Verfolgen die immer noch oder was? Jetzt kommt schon. Ja, da kommen wieder welche von vorne. Aber die sehen dich auch instant. Ja, ja, die sehen mich instant. Die haben Adleraugen hier. Ja, das ja. Gibt's gar nicht. Scheiß Verfolgungsjagden. Die nerven. Ein bisschen. Ja, vor allem jetzt bist du gleich wieder am Fliehen. Dann kommt wieder einer von vorne. Spring doch einfach ins Wasser. Oder bleibst du mal kurz stehen? Ja, ich glaube, jetzt habe ich sie abgenommen. Hoppala! Gesundheit. Oh, danke, danke. Erstmal die Aufnahme gesprengt. Hä? Wir haben sie alle, Mann. Ich war nicht schnell genug da, Bruder. Scheiße, Mann. Die Teskas hätten sich jeden von uns schnappen können. Mich, dich, Josh. Jeden von uns. Sie haben Horatio erwischt. Und er hat sich geweigert, uns zu verraten. Ich komme auch gleich nach, Mann. So. DZ Haku. Haku. Mission abgeschlossen. Ja, Gott sei Dank. Mit wem muss ich jetzt reden? Da mal mit gar keinem. Mal gucken, was kommt. Jetzt, da ist irgendwas. Oh, neuer Follower. Oh, das gibt ja fast nach jedem Level ab. Na ja, dann. Läuft. Das ist nur Dings. Ray, mein Freund. Marcus, Leute, ihr habt ja in der Stadt ziemlich einen Wirbel gemacht, Mann. Ich stehe nicht auf den Stadt. Warum rufst du mich an, wenn ich direkt vor dir stehe? Ich weiß das zu schätzen. Ehrlich. Vor allem, wo ist dein Handy? Komm vorbei, wenn ihr für euch. Nee, der kann werfen, quatschen, trinken. Auch nicht schlecht. Ja. Heck die Welt! Das ist so witzig. Trotz interessanter neuer Herausforderer deutet alles auf einen klaren Sieg für den Abgeordneten Mark Fruss. Ja, halt die Schnauze. Ja. So, es geht ab, mein Freund. Ich checke Blums Verbrechensprognose-Algorithmus.
Wollte mal nachschauen nach dem WKZ-Debakel. Hm. Die Grafik hier zeigt die Einstufung von Gebieten als unbedenklich, hohes Risiko oder Schießbefehl erteilt. Also diese Gebiete oben in Oakland. Hohes Risiko. Es ist Gangrevier, ergibt Sinn. Aber die hier? Das, mein Freund, ist CTOS komplett ohne Make-up. Ach du Scheiße. Das gilt für Schulen, Kliniken, Läden, überall Schießbefehl? Das sind Sozialwohnungen. Ich meine, das sind die Leute, für die San Francisco viel zu teuer ist. Wo zum Teufel sollen sie denn sonst hin? Halt an dieser Wut fest, Marcus. Wir werden sie brauchen, wenn ihr euch Blumen kauft. Ja, das kriege ich hin. Du hast recht. Das ist systematisches Unrecht im höchsten Grad. Du hast's entdeckt, Josh. Also, Ray hat mir bei der Firewall geholfen. Ohne ihn hätte ich... Das hast du allein geschafft. Gute Arbeit. Hey. Ein systematischer Fehler, ich weiß. Das kotzt uns alle an. Etwas von meinem scheiß Code läuft in diesem Monstermann. Wenn CTUS die Cops mit einer Schießerei rechnen lässt, werden die bestimmt auch nicht lange fackeln. Im Klartext, fang keine Kugel. Jetzt weiß ich's. Danke, Mom und Dad. So. Ja. Würde ich aber sagen, machen wir im nächsten Part weiter. Was ist das? Da kannst du dich hinhocken und ausruhen. Ah. Und nein. Ausruhen kann man, wenn man tot ist. Hey, ich bräuchte Infos. Kann ich vorbeikommen? Klar, aber da müsstest du schon zu mir kommen. Hab einen Termin, den ich einhalten möchte. In dem alten Viertel? Ha, genau da. Alles klar. Bin bald da. Na dann, dann treffen wir die Alte beim nächsten Mal. Ja, ich will aber noch gucken, was wir jetzt alles machen müssen. Ach so. Weil wir haben ja gerade so viel bekommen. Nebenoperation. Oh, falsche Taste. Blumen erledigen können wir immer noch nicht. Nein. Hauptquest, Nee, ist auch nicht. Hauptneben. Hacke die Welt. Das ist die nächste Hauptoperation. Ja, damit geht's dann beim nächsten Mal weiter. Würde ich sagen. Ja. Also gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.